Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, die Schlacht geht weiter, der nächste Tag. Jetzt kommt erstmal ein Ladebildschirm. Hätte ich nicht gedacht. Kaffee? Oh ja, eine 14. Mai 1863. Unser entschlossener Angriff hat Hooker kalt erwischt. Ja, so entschlossen war unser Angriff jetzt aber auch nicht. Hooker hat die Nerven verloren und scheint sich vor unserer Armee zu fürchten. Vermutlich hält er sich für zahlenmäßig unterlegen. Hahaha. Und ist deswegen an allen Fronten zur Verteidigung übergegangen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass er nicht angreifen, sondern darauf warten wird, dass wir die Initiative ergreifen. Ja, ist ja nicht doof. Wenn man gute Positionen hat, da würde ich auch eher verteidigen. Unsere Späher haben herausgefunden, dass ihre rechte Flanke in der Luft hängt und nur durch Howards 11. Korps verteidigt wird. Eins ihrer Korps wird einen langen Marsch um ihre rechte Flanke unternehmen. Diese Taktik ist äußerst riskant, da nun unser Zentrum noch schwach verteidigt wird. Na ja gut, wenn er einfach auch denkt, dass wir angreifen, dann macht unser Zentrum eigentlich gar nichts, außer Däumchen drehen. Und dann wird das was. Was macht dann, also, wir hätten hier noch austauschen. Na gut. Wenn Hooker jedoch passiv bleibt, sollte unser Korps am Abend in Position sein und den ahnungslosen Yankees einen schweren Schlag versetzen können. Ja, da bin ich doch dabei. Da sind wir doch dabei. Leider sind die beiden Korps jetzt ein bisschen geschwächt, aber nicht so sehr. Das sollte noch gehen. Das dritte ist einfach zu wenig. Da sind die Truppenstärke ist damit maximal, glaube ich, immer 1500 Mann. So wie beim vierten. Und beim vierten haben wir gerade mal 9300 Leute. Das ist ein Witz. Und im dritten haben wir auch nur 26.000. Da sind die anderen Korps, die ich habe, die müssten noch locker über 30.000 sein. Ja, hier, wir haben eine Gesamtanzahl von 73.000 Soldaten gerade auf dem Feld. Das ist alles dufte. Das haut so hin. Gucken wir mal, was da so an Taktik ist. Das Lager der Union, ja, in Chancellorsville ist hervorragend geschützt. Ja, das haben wir uns selbst eingebrockt. Das hätten wir verhindern können. So, ja, dieser Wald ist schön. Der zweite Korb verteidigt die Ostseite des Lagers. Auf beiden Seiten. Das ist natürlich scheiße. Der liebt auch den Wald. So, ja, von der Seite komme ich schon mal gar nicht. Das ist ein Fluss, das hasse ich. Mates fünfte Korps sichert ihre linke Flanke. Da greife ich auch nicht drüber an. Da bin ich über dem Fluss, bin ich zu langsam. Die Kanonen und die haben hier noch Wald und ach komm, nee, da greife ich nicht an. Das machen wir nicht. Oh Gott, was ist das für ein Name? Slocums, 12. Korps steht im Zentrum. Sickles drittes Korps deckt Slocums linke. Er hat seine Brigaden um das Lager verteilt. Oh, da stehe ich schon die Ferrero-Schützen. Ich habe auch bestimmt Duplo-Schützen. Bis zu diesem Bereich. Ja. Howards 11. Korps befindet sich an der äußersten rechten Flanke und ist das Ziel unseres Flankenangriffs. Die schlampige Verteidigung des Sektors wird Hooker schon bald teuer zu stehen bekommen. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass wir wenig Verluste erleiden. Die Yankees erhalten über diese Straße noch immer Verstärkung. Oh Gott. Es wäre also ratsam, uns nicht zu weitläufig aufzustellen, da sie uns jetzt schon überlegen sind. Ja, ist doch schön. General, mit der Aufteilung unserer Armee und dem Angriff auf eine größere Streitmacht setzen wir alles auf eine Karte. Wir sollten vorsichtig sein. Der Feind könnte sich dazu entschließen, unsere Stellungen anzugreifen. Natürlich wird er das doch machen. Wohl eigentlich nicht, wenn er denkt, dass wir hier quasi die Übermacht sind. So, halten Sie den Turnpike. Okay.
Und ja, wir sollen erstmal auf Pause drücken. Immer erstmal Pause gucken. Da kriegen wir, da wird Ferrero nämlich gerade beschossen. Das heißt, wir versuchen hier einfach in Stellung zu bleiben. Da hinten machst du mir keinen Sinn. Du wirst einfach hier. So. Kanone näher ran. Da sind sie schon schön nah dran, Hector. Oh, kannst du machen. Was dieser Scheiß soll, weiß ich nicht. Können da ja rüberkommen. Na gut. Bleib mal, Nelson. Schützen. Packe ich einfach hin. Ich weiß nicht, wohin damit. Und, ja. Kanonen haben wir hier. Zwei. Die besten Kanonen hier. Wo sind denn meine ganzen Wagen? Munitionswagen. Packe ich auch bald rein. Ja. Ah, einen haben wir hier. Aber wie gesagt, das ist, ne, gehen davon aus, dass sie diesen Weg da gehen. Die nicht in den Rücken angegriffen werden. Ich noch. Ja. Einen ziehe ich erstmal hier. Übertreten. Kanon. Wir haben vorne noch ein bisschen wenig Kanon. Lassen wir. Damit kann ich leben. So, hier kommt der interessante Part. Die laufen dann alle. Schön weit läuft. Okay. Die waren, wo war der Feind? War das schon hier? Wo war dieser Ort, wo die waren? Oder hier? Die Position nicht mehr im Kopf. Irgendwo waren die auf jeden Fall. Waren die hier? Die waren doch irgendwo eine Verteidigungslinie, verdammt. So. Ja, da knallt's doch schon. Ja, Männer, ihr könnt ja schon mal alle hier lang und schmutzig mal lang gehen. Kanonen alle erstmal schön hier zentrieren. Auch ihr. Haben wir noch mehr Kanonen? Da nicht stehen bleiben, weiterlaufen. Die braucht immer am längsten. So. Wir meine Truppen nicht so weit, nicht so breit stellen. Ich habe da gerade eher so das Bild einer Speerspitze im Kopf, die ich da, diese eine Verteidigungsstelle. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war. Verdammt, ey. Kann natürlich sein, dass jetzt hier die Leute einen weiten Weg vor sich haben. Vielleicht mal ein bisschen Kundschaft mit der Kavallerie. Hat man nicht noch eine? Nee, das ist der General. General. Truppen hinten brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Deko-Einheiten. Weiter. Oh. Da kommt was. Gut, motivierte Leute, die gleich einen auf die Nase kriegen. So gefällt mir das. Weiter. Rennt in meinen Kanonenhagel. Auf jeder Kanonenkugel steht euer Name. So, was macht die Kavallerie? Die rennt noch. Solange die rennt,
Machen wir Zweier rein. Reihe 1. Laufen. Hier, ihr bildet Reihe 2. Weiter. Und flankiert von wo? Da. Lauf zurück, dann kann eine Mama. So, Kanonen, weiter. Ah, hier beginnt auch schon ein Teil des Lagers. War das hier vielleicht die Verteidigungsstelle? Weit gezogen. Mal weiter marschieren, Männer. Drum rumstehen könnt ihr zu Hause, auf der Farm. Ja, ist es marschieren. Die kommen ja weiter. Was machen die da hinten? Warum verrecken die nicht? Was ist die Kanone? Wir haben nur einen Munitionswagen für die komplette Verteidigung. Hier ist einer. Fahr mal da. Das Kavallerie. Halten die Linien, die Schurken. So. Da wollte ich sie hinpacken, ne? Reihe 1. Naja, nicht ganz komplett. Marschieren. Weg den Feind auf. Den Elenden. Na los. Lauft mal ein bisschen, ihr faulen Schweine. Waren doch gerade hier. Die wurden doch mit der Kavallerie beschossen. Oder rennt da zu, rennen sie zurück? Ich würde sagen, man steht erstmal bis dahin. Dann Kanone. Weiter hoch. Da gerade die Seite flankiert. Scheiße. Okay. Kein Problem. Dafür haben wir die Kavallerie. Okay, da haben wir noch ein Problem. Wir brauchen euch hier vorne. So, du drehst dich auch. Du gibst die Position auf. War rennen. Oder generell, warte, wir machen das anders. Ihr beide. Nein. Beide. Hopp, hopp. Hier haben wir wieder. Hier haben wir bisher nichts aufgetaucht. Auf ganze Kraft. Eine Kanone, ey. Weiter. Feld weiter. Naja, jetzt habe ich mir schon gedacht, dass die jetzt den Weg darüber nehmen. Dann. Was haben wir da? 90, 60. Und wenn du mit deinem Popo dich mal ein bisschen bewegen würdest. Was war da jetzt? Noch Supply-Wagen.
Scherz sein, warum steht das Supply da? Kanon, Feuer. Keine Kanonen übrig haben, ey, scheiße. Jetzt mich wieder angreifen. Wir brauchen auf der Seite den vielleicht abziehen oder ziehen die ab. Sollen verdammt nochmal den Punkt rein. Warte mal. Zieh den mal zurück. Auf. Und weiter. So, alle Mann, alle Kanonen. Los, auf die Einheiten. Und vorsichtig die Kanonen wieder neu formieren. Weiter. Schingeln wir sie. Und dann wieder Pause. Dann haben wir da wieder was. Da kommen sie über den Fluss. Das heißt, da gibt es einen auf die Schelle. So. Da drängen wir sie zurück. Okay. Da passt. Jetzt haben sie wohl mitgekriegt, dass wir hier noch einen Angriff führen. Alle süßen Kanonen nochmal nachrücken.
nachrücken. Das sollte jetzt auch so klappen. Das wird mir gerade wieder zu kriminell. Da haben wir zwar hohe Verluste, leichte Verluste, würde ich sagen. Das läuft aber auf der Linie. Die greifen so minimal an. Ich versuche gerade nur diese hier alle irgendwie wegzukriegen, dass wir dann mehr Spaß haben. Komisch, wie es klingt. Wir wollen Spaß. So, ihr geht schon mal richtig bald. Das heißt, wir kommen. Scheißlager. Oh, verdammt weit weg. Hier rennt mal vor. Ihr beiden rennt auch erstmal hier hin. Dann drehen wir rum. So. Ah, die Kanonen müssen weiter ran. Viel näher weiter an. Diese Position könnte schon mal gehen. Ne? Jackson kann auch weiter. Munitionswagen weiter. Und die Einheiten, hoffentlich kommt ihr mal daher, ihr Schnucklili. Wird das was? Schon wieder. Das mag ich, wenn Kanonen rennen. Ich hasse, wenn die schießen. Und gleich mal auf den nächsten. Dass sie sich gar nicht erst formieren, diese dreckigen Kanonen. Gut, die haben sie aufgelöst. Das ist fantastisch. Wir warten, bis er in Reichweite ist. Oh, den General haben wir da auch gerade zerledert, oder was? Weiter marschieren. Stehen bleiben ist er tot. Weiter marschieren. Auch weiter. Weiter. So, Kanonen. Auch euch einmal. Volle Feuerkraft bitte auf diese Einheiten oder auf die wieder dran. Die nervt auch. So, hier könnt ihr schon mal hier hingehen. Die haben sich immer noch so ein bisschen lieb. Schön, guckt an. Rennt zurück und kriegen hier einmal auf die Zimmer. Ich lasse die nochmal nachladen. Dann sollten die gleich nochmal rennen. Und jetzt können wir angreifen. Jetzt können wir angreifen. Du kannst noch ein bisschen runter. Du kannst den Laden auch angreifen. Und dann wird das gerade richtig schön. So. Kanon. Ihr könnt weiter rücken. Rücken. Das sollte die Infanterie auch so hinkriegen. So, das sollte jetzt doch der Weg offen sein. Aber die Zeit wird wieder zu knapp. Kanonen müssen
erstmal hier hin. Weiter rücken. Wir drängen sie schon runter. Das Problem ist, glaube ich, was ich langsam sehe, wenn wir sie da links runtertreiben, dann kommen sie hier unten an. Da sieht es noch gut aus, aber es kann sein, da haben wir keine Munition. Guck mal her, lad da mal Munition. Warte mal, warte mal, warte mal. Die ist am Fluss. Okay. Rennt. Fantastisch. So, das heißt, ihr Männer, rennt weiter. 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 So weit wie ihr könnt. Lauft. Vielleicht lasse ich auch einfach zwei Mann hier hinten oder so. So am Fluss. Na, es ist das Problem, dass die Kanonen einfach zu lange brauchen. Na, wir brauchen Unterstützung. Schieben sie hier so am Fluss lang dann. Puh. Ah, Ferrero, lauf in den Wald. Oh, da hinten haben wir was vergessen oder was? Scheiße, was ist denn da hinten? Ach, die Kavallerie. Gott sei Dank, es ist nur die Kavallerie. Die ist halt nochmal, die kann ja noch schneller agieren. So, Munitionswagen, Alter. Alter. So, falls sie nochmal zurückkommen. Falls sie nochmal Mut fassen. Die Kanonen brauchen wir ein wenig zu lang. Na, da gehen schon diese leicht verwundeten Einheiten lang. Da schon die ersten Einheiten. Und dann beginnt hier der Kampf. Ich ziehe die schon mal in Richtung Angriff. Der Rest kommt ja. Ja, da beginnt das Kanonenfest. Hier kannst du schon mal. Was? Ah, oh, schon zu Ende? Nee. Die Schlacht wäre vorbei. Wir müssen das da einnehmen, verdammte Axt. Das ist dann bestimmt eine Niederlage. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir sind hergekommen, um zu gewinnen, verdammte Axt. Bei Gott, wir werden diese Scheißfarm einnehmen. So Gott will. Weiter. Los, marschiert. Nein, halt! Halt! Nicht Nahkampf machen!
starkes Kanonenfeuer zu aushalten müssen. Weiter, ich habe da wahrscheinlich doch zu früh angegriffen. Weiter, weiter. Major Francis Starke wurde verwundet. Weiter. Kill them all. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Weiter. Es tut mir leid, dass ihr so viel Kanonenkugeln schlucken müsst. Weiter. 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 Kommt. Und da haben wir Einheiten. Halt die Richtung. Ja, genau deswegen. So. Feuer. Ah, hier kommt schon die richtige Richtung. Weiter. Hansen muss aushalten. Halt, Hansen, halt. Geil, was du machst, halt aus. So, ihr dürft euch mit dem vergnügen. Bitte nicht so lange, weil wir brauchen hier Unterstützung. Schon töten da, ne? Also, so ist er nicht. Weiter. Gut. Lauf. Weiter. Vorrück. Nur ein toter Blaurock ist ein guter Blaurock. Niemand hat uns vorzuschreiben, wie wir unsere Gesetze in den Südstaaten fortführen und wie wir handeln. So. Nicht in den Nahkampf laufen. Ich möchte, dass ihr schießt. Immer weiter. Ihr könnt ja mal dahin laufen, hinlaufen, unterstützen. Hier rumgehen. Zacki, zacki. Lass doch laufen. Ah, los. Jackson, was machst du da hinten, du feige Sacke? Lauf. Pabadi, rumlaufen. Weiter, wir brauchen jeden Mann. Will das jetzt haben? Flankiert, so viel Scheiße. Ah, die laufen schon, Scheiße. Jackson, einmal Leute abfangen. Einmal da bitte in die Mitte rein. Eingekesselte Schweine. Camper wurde von getötet. Oh, scheiße. Jetzt werden die Verluste doch zu groß, ne?
Wir sind gleich da. Gleich ist es unsers. Langsam gut aus. Weiter, Attacke. Nahkampf. Den Nahkampf. Shay. Genau. Das steht nicht. Schießt mir diese Kanonen zu Brei. Weiter ran. Und dann können wir erstmal weiter schießen. Ey, diese verschanzen sich da. Das gibt's nicht. Der nächste Tag. Oh, es ist immer noch nicht vorbei. Verdammte Axt. Ich habe diesen Punkt nicht gekriegt. Ich dachte, das wäre jetzt, weil er die Mission beenden wollte. Scheiße. Ah. Jetzt habe ich da hohe Verluste eingefahren, weil ich da geradewegs auf den Feindlauf... Oh, nee. Ich wollte diesen Punkt unbedingt einnehmen. Ah, oh, diese Scheißfarm, ey. Gut, tut mir leid, es ist irgendwie... Ich habe eigentlich gedacht, dass wenn wir noch einmal da richtig reinlaufen, dass wir die da alle da wegkriegen. Habe ich mich leider getäuscht, tut mir leid. Ja, mal gucken, was der nächste Tag uns bringt. Wahrscheinlich müssen wir wieder in Verteidigungsstellung gehen. Ja, mal über. Wir werden uns überraschen lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.